Ja, Peter Stöger, gestern wollten Sie nichts sagen zum Videoschiedsrichter. Ist natürlich heute die große Diskussion. Wie sieht es denn einen Tag später bei Ihnen aus? Immer noch, ich sehe es am Kopfschütteln, wollen Sie sich immer noch nicht dazu äußern? Sie waren ja eigentlich mal der große Befürworter. Hat sich nichts geändert. Das heißt, Sie wollen nichts dazu sagen, weil Sie sagen, für weil uns ich nicht sage, nicht, ja, nicht genau. Relevant, das Thema? Nein, oder? Weil ich das Thema nicht mehr bearbeiten werde. Was sind denn jetzt Ihre Aufgaben? Wollen Sie es bewusst ausblenden, den Videoschiedsrichter, um zu sagen, so, wir haben andere Probleme? Also wir haben ein paar Dinge zu bewältigen und die sind schwierig genug und auf die werden wir uns konzentrieren. Was sind denn die Erkenntnisse aus dem Spiel von gestern, Ihre Erkenntnisse? Ach, das ist nicht überraschend jetzt, dass wir in einer schwierigen Phase sind, dass wir vor allem in dem Bereich, wo es dann nach vorn geht, ja, logischerweise aufgrund der wenigen Erfolgserlebnisse, die wir haben, dass wir es uns auch im Spiel nicht unbedingt leichter machen mit den Entscheidungen, die wir treffen. Und das halt nur trotzdem besser werden kann, wenn man in den Bereich reingeht, dass man Vertrauen in seine eigene Arbeit hat und dass man irgendwann einmal halt alles unternehmen muss, um ein Erfolgserlebnis zu haben. Und das, glaube ich, geht jedem, der in seinem Bereich, egal ob das jetzt Fußball ist, in einem anderen Sport oder privat, da musst du halt dagegen ankämpfen, wenn es mir schlecht läuft, dass du wieder in die Spur kommst. Du brauchst ja nichts erwarten von rundherum, es wird dir niemand den Erfolg bringen, sondern du musst dafür arbeiten. Und das ist das, was wir über Jahre hier gemacht haben und mit ganz gutem Erfolg, und momentan läuft es halt negativer und da muss man halt dann noch einmal ein bisschen mehr rein investieren und das werden wir machen. Warum greift es denn im Moment nicht? Also hinten viele Gegentore, vorne funktioniert. Also warum zu sagen, wir haben es ja jahrelang auch mit gutem Erfolg gemacht, warum im Moment nicht? Ja, aber das ist halt Sport. Also es ist ja, Sport ist ja Emotionalität und Sport ist Kopfsache und dann gehen Sachen, die in einem positiven Umfeld, in einem positiven Lauf, die gehen dann halt leichter. Das verstehen die in dem Geschäft dabei waren. Und dass es uns mal treffen kann, dass wir eine Negativserie haben, die wir vielleicht nicht einmal dann auffangen können, das ist jetzt dann auch keine Überraschung. Und ich habe gesagt, die Jungs haben uns immer wieder mal in schwierigen Phasen gerettet mit außergewöhnlichen Spielen. Und die haben wir bislang halt noch nicht hingebracht. Ne? Das ist, und auf so ein Erfolgserlebnis musst du halt weiter hinarbeiten. Ne? Das ist jetzt einmal ein oder zwei Spiele länger, als wir es in den letzten Jahren gehabt haben. Auch zum anderen Zeitpunkt, wo du von Beginn an hinten drinnen stehst. Ja, das wird sich nichts ändern, dass wir diese Situation annehmen müssen. Und uns ist es auch bewusst, allen, die mit der Mannschaft zu tun haben, dass es ein schöner Brocken ist, den man da aus dem Weg schaffen muss. Das ist auch klar. Wie reagiert die Mannschaft? Eher trotzig jetzt auf diese Situation? Oder wie trotzig? Haben Sie dass Sie sagen, so jetzt erst recht? Naja, jetzt erst recht, das brauchst du sowieso. Ne? Aber du musst schon klar in der Aufgabe sein, was du machen musst. Ich könnte jetzt auch sagen, unser Gefühl war, dass wir die Kompaktheit weit besser hingebracht haben als in den letzten Spielen. Aber das interessiert natürlich bei einer fünften, sechsten Niederlage niemanden. Aber das sind so unsere kleinen Mosaiksteinchen, die wir für uns in der Arbeit mitnehmen. Da ist uns auch klar, dass das in der Außenbewertung momentan überhaupt niemanden interessiert. Aber das sind so diese Dinge, die wir für uns analysieren, wo wir dann wieder einen Schritt draufsetzen müssten und dann irgendwann einmal die Stabilität zu haben, dass du zu Null spielst. Und dann mit dem kannst du auch dann sagen, dann wirst du irgendwann einmal ein Spiel gewinnen. Weil es ist halt schwierig, wenn du wenig offensive Erfolgserlebnisse hast und du fängst da immer ein Tor ein, dann ist das echt. Das ist ein beinharter Job für die Jungs, dann sich mal mental darauf einzulassen, dass sie zwei, drei Tore brauchen, wenn du kaum triffst. Das geht über die Kompaktheit und was jeder Einzelne in seiner Aufgabe hat. Also wenn du so stehst, wo wir stehen, brauchst du Sicherheit. Also der unlogischste Ansatz wäre der, wenn ich sage, wir haben fünf oder sechs Spiele am Stück verloren und wir werden jetzt alles unternehmen, dass wir mal vier Tore erzielen. Ne? Also das wird so relativ schwer in der Umsetzung sein. Da musst du ja den Jungs was mitgeben, was für sie in der jetzigen Situation realistisch erscheint. Und realistisch erscheint dann, wenn es dann negativen Lauf hast, immer noch die Defensivarbeit zu stabilisieren, weil das dabei das einfachere Part in der Umsetzung ist und an dem werden wir halt arbeiten, in erster Linie. Was kann sie deinem Trainerteam tun, dass die Spieler sich da auch wieder rausziehen aus dieser Situation? Ach, ein Trainerjob ist tagtäglich andere Situationen einschätzen, wie es den Jungs geht, und
Wir können ihnen halt immer nur vor Augen führen, was wir mit ihnen umgesetzt haben und wo sie gut funktioniert haben, ihnen diese Sachen auch zeigen und ihnen klar machen. Das ist Trainerjob. Nicht? Und das andere, was ich schon gesagt habe, ist, wir werden unserer Linie, die in den meisten Fällen für relativ gut bewertet wurde, nicht nur in Köln, sondern auch, wo wir anders gearbeitet haben mit Mannschaften, den Weg werden wir nicht verlassen, weil wir davon überzeugt sind. Es wird da kein Aktionismus geben oder sonst irgendetwas, wo wir zwei Tage dann haben, wo die Medien darüber berichten, dass wir eine neue Idee haben, wie wir mit einer Mannschaft umgehen, die vier oder über vier Jahre sehr, sehr gut funktioniert hat und da zusammenhält. Deswegen, dafür sind wir ganz einfach alle miteinander zu haben. Das ist jetzt ja das erste Mal, dass es dann eben mal nicht so gut läuft, ein bisschen längeren Zeitraum. Wie fühlt sich das dann hier an? Also, kann ich jetzt nicht sagen, also wie fühlt sich das an? Also, wir haben alle miteinander schon mal mehr gelacht, das ist ja klar. Also das ist ja sehr logisch. Und es ist die Schwierigkeit, glaube ich, ist diese Diskrepanz, was eben nur vor ein paar Monaten war, wo du wahnsinnig viele Schulterklopfer gehabt hast. Und das, ich finde, das ist auch eine Phase, wo du viel für dein Leben lernen kannst. Das ist auch das, was ich den Jungs sage. Du kannst auch viel mitnehmen. Du siehst, wer ist in der schwierigen Phase noch für dich da, wer gibt Unterstützung, wer entfernt sich ein bisschen. Und wenn wir es dann geschafft haben, werden wir dann wieder sehen, wie viele von den Schulterklopfern wieder kommen. Ne? Also das ist schon etwas, was du für dich mitnehmen kannst. Und das, glaube ich, dient auch einem weiteren Reifeprozess in ihrem Leben. Ich habe das ja schon ein paar Mal erlebt, dass wir Kinder sind.